Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 150 Heiligabend Zweiter Teil. Die Unterhaltung wurde unterbrochen, als Ginny, die zuvor noch Nicholas versorgt hatte, die große Halle betreten und sich neben Harry an den Lehrertisch gesetzt hatte. Guten Morgen alle zusammen, sagte sie freundlich in die Runde. Als sie sich umschaute, sah sie nur Professor Sprout, Meredith und Gordian, Madame Pomfrey, Hagrid und natürlich Harry und Professor Snape. Wo ist Professor McGonagall? Wollte Ginny wissen. Die war heute noch nicht hier, antwortete Professor Sprout mit fröhlichem Gesichtsausdruck. Gibt es etwas Wichtiges? Nein, ich wollte ihr nur dazu gratulieren, dass sie den Brautstrauß gefangen hat, sagte Ginny mit einem zufriedenen Lächeln, weil sie sich noch gut daran erinnern konnte, wie ihre Lehrerin für Verwandlung gestern so perplex gewesen war, während der ganze Saal gejubelt hatte. Während des Frühstücks hörte Harry aufmerksam zu, als sich Meredith und Gordian über spätere Berufe unterhielten. Sich in das Gespräch einmischend, fragte Harry, »Was möchten Sie später mal werden, Mr. Foster?« »Wie aus der Pistole geschossen«, antwortete Gordian. Aura! Harry lächelte, denn den gleichen Wunsch hatte er auch einmal gehabt. Und Sie, Miss Sperrbaum? Ich würde gern Sicherheitstrolle ausbilden. Bevor Harry nachfragen konnte, warf Gordian ein. Das ist doch viel zu gefährlich. Ach, und Aura ist etwa kein gefährlicher Beruf? Konterte sie. Die kleine Meinungsverschiedenheit erinnerte Harry an das gestrige Gespräch, das er mit seinem Patenonkel geführt hatte, so, dass er sich an Ginny wandte und wissen wollte, was möchtest du eigentlich später mal machen? Ich denke, ich mache es auch nach. Ich habe jetzt zwar lange nicht mehr gespielt, aber Quidditch ist definitiv meine Bestimmung, sagte sie breit lächelnd. Ein wenig skeptisch fragte Ginny gleich im Anschluss. Warum wolltest du das wissen? Er hob und senkte einmal die Schultern, bevor er erwiderte, Sirius gefällt es nicht, dass Anne arbeiten geht und er meinte, ich solle noch vor unserer Hochzeit mit dir das Thema klären. Wieso gefällt es ihm nicht, dass sie arbeiten geht? Sie zähmt keine Trolle und jagt keine Verbrecher. Sie stellt harmlose Hütte her. Ginny klang gleichermaßen erbost und verblüfft. Wie es aussieht, hörte Harry seinen anderen Tischnachbarn sagen, sodass er Severus anblickte. Fruchtet bei ihrem Patenonkel die Erziehung, gegen die er sich immer zur Wehr setzen wollte. Soweit ich darüber informiert bin, hat nämlich keine der Damen aus dem Hause Black jemals auch nur einen Finger gekrümmt. Die Lippen spitzend, sagte Harry nachdenklich. Vielleicht sollte ich ihm das einfach mal unter die Nase reiben. Er hat sich bisher gegen alles gesträubt, was seine Eltern für richtig gehalten hatten. Wieder an Ginny gewandt, fragte Harry, »Hast du eigentlich den Tagespropheten schon gelesen?« »Nein, aber Luna hat mir gestern schon erzählt, dass sie einen Artikel über die Hochzeit schreiben möchte.« »Warum aber für den Tagespropheten?« wollte Harry wissen. »Sie hatte doch neulich noch ein Vorstellungsgespräch bei der Muggelpost.« »Richtig, aber sie hat doch bisher keine feste Zusage bekommen.« Sie ist momentan noch immer freie Journalistin. Den Artikel hat sie extra verfasst, damit die von der Muggelpost sie so schnell wie möglich unter Vertrag nehmen, damit sie nicht noch mehr solcher guten Themen bei der Konkurrenz veröffentlicht. Schmunzelnd sagte Harry, Luna ist raffiniert. Da kannst du Gift draufnehmen. Weder Albus noch Minerva noch Hermine hatten sich zum gemeinsamen Frühstück in der großen Halle eingefunden. Harry vermutete, dass Hermine entweder ausschlief oder etwas ausheckte.
Remus selbst war zwar zum Frühstück erschienen, beteiligte sich jedoch an keinem Gespräch, was auch an der möglichen Auseinandersetzung liegen konnte, die er vermutlich gestern mit Severus und Linda gehabt hatte. Sofern man Hermines Schilderungen deuten konnte und als hätte jeder am Tisch seine Gedanken vernehmen können, sagte Pomona freudestrahlend an Severus gerichtet: Haben Sie gestern auch Linda Hackett gesehen, Professor Snape? Sie heißt jetzt mit Nachnamen Harrison, erwiderte er, womit er indirekt auf die Frage geantwortet hatte. Poppy, die die ehemalige Schülerin natürlich kannte, fragte erstaunt nach, wie es ihr ginge. Neben sich bemerkte Harry, dass Severus die Serviette an den Tellerrand legte, obwohl er mit dem Frühstück noch nicht fertig war. Poppys und Pomonas Erinnerungen an den damaligen Unfall am See frischten auf und das Gespräch über die ehemalige Schülerin wurde detaillierter, sodass Severus noch einen Schluck Kaffee zu sich nahm, bevor er sich erhob und die Halle verließ, damit man ihn nicht in ein Gespräch verwickeln konnte, an dem er sich ganz offensichtlich nicht beteiligen wollte. Mit dem Frühstück war Hermine seit Stunden fertig, denn sie hatte es in ihrem Zimmer eingenommen, während sie vom Balkonfenster aus auf die verschneite Landschaft geschaut hatte, die im Licht der aufgehenden Sonne malerisch verträumt aussah, als wäre sie einer Ansichtskarte entsprungen. Ihr nächster Weg hatte sie ins Gewächshaus Nummer 4 geführt, eine Stunde bevor das Frühstück in der großen Halle beginnen würde. Mit Fellini an ihrer Seite hatte sie erst die Orchideen bewundert, die Neville und Pomona für Severus und Poppy gezüchtet hatten. Einige von ihnen waren schon geschnitten worden. Ihre Pflanzen fand Hermine in der von Neville genannten Ecke. Dank seines außergewöhnlichen Düngers war der Liebstöckel über 2,5 Meter hoch gewachsen. Nicht die aromatischen Blätter, die als Gewürz in der Muggelküche dienlich waren, und auch nicht die Wurzel, die in der Pflanzenheilkunde Verwendung fand, waren das, nach was Hermine Ausschau hielt. Für ihre Pastillen benötigte sie die länglich-braune Frucht, die sich Muggel eher selten zunutze machten. Die begehrte Zutat war dank der guten Pflege größer als üblich, weswegen Hermine nicht alle der fast 1 Zentimeter großen Früchte aus ihrem Schutzmantel pulte. Das echte Johanniskraut, die Sorte, die Hermine für ihre Pastillen benötigte, war nur 20 cm hoch. Damit war es trotzdem höher als wildwachsendes. Sie riss einiges der grünen Blätter ab und hielt sie gegen das Licht. Viele helle Punkte waren zu sehen und es wirkte so, als hätte jemand mit einer dünnen Nadel Löcher in das Blatt gepiekt. Aber es handelte sich dabei nur um die Öldrüsen der Pflanze. Öl, welches Hermine mit ein paar Zaubersprüchen aus den Blättern schnell zu lösen vermochte. Die anderen handelsüblichen Zutaten, die sie noch benötigte, würde sie mit Sicherheit in Severus' privaten Vorräten finden. In Windeseile hatte sie Liebstöckel und Johanniskraut geerntet, während Fellini es sich auf der Decke auf dem Tisch gemütlich gemacht hatte. Mit einem Sack voller kleiner Früchte und den Blättern des echten Johanniskrauts hatte sich Hermine auf ins Labor gemacht und während in der großen Halle alle frühstückten, köchelte und brodelte es bereits in den Kerkern. Den ganzen Tag über bis zum späten Nachmittag war Severus nicht ein einziges Mal in sein Labor gekommen. Er hatte es zwar nicht deutlich gesagt, aber Hermine war sich sicher, dass sie ebenfalls über die Feiertage frei hatte, weswegen er auch anderen Dingen nachging. Innerlich hatte sie befürchtet, sie könnten sich in die Quere kommen, weil er an seinem Trank für Vampire weiterforschen wollte, doch sie blieb allein. Die Zubereitung der Pastillen würde auf Muggelart wesentlich länger dauern, doch dank ihrer Zaubersprüche konnte sie bestimmte Vorgänge beschleunigen, wie beispielsweise das Nachdicken des Suds. Den zähen und etwas klebrigen Inhalt des Kessels füllte sie in eine flache Form mit vielen Vertiefungen, aus denen sie später die gehärteten Pastillen herausklopfen würde. Sie sprach einen Zauber, damit die Masse schneller erstarren würde. In der Zwischenzeit brachte sie wieder Ordnung ins Labor, bevor sie die fertigen Pastillen
die Form ergab 200 Stück, in ein Glas füllte und es in die Tasche steckte. Nichts im Labor wies darauf hin, dass sie sich hier aufgehalten hatte, bis auf den sanften Duft, der an Sellerie erinnerte und vom Liebstöckel herrührte. Am frühen Abend fand sie sich bei Harry und Ginny ein. Was denn, bin ich die Erste? Fragte sie erstaunt. Es kommt doch nur noch Remus, erwiderte Harry, der ihr einen Platz anbot. Nicht ganz, warf Ginny ein. Ron wird nachher auch noch kommen. Harry verzog mitleidig das Gesicht. War der Streit mit Angelina so schlimm? Nein, sie feiern morgen mit ihrer Familie und übermorgen mit unserer. Und weil sie für heute nichts geplant hatten, geht sie zu Freundinnen ein wenig feiern und Ron kommt zu uns. Vom Thema ablenkend, erzählte Ginny. Tonks hat gestern gesagt, sie kommt auf jeden Fall abends noch vorbei, wenn es nicht allzu spät wird. Sie haben einen Sondereinsatz, aber sie ist ja sowieso in der Nähe. In Hogsmeade? Fragte Harry und Ginny nickte. Sich umblickend, fragte Hermine. Wo ist euer Elf? Der hat es sich heute in der Küche gemütlich gemacht. Harry schmunzelte und ließ seine Augenbrauen auf- und abtanzen. Nachdem Remus und auch Ron gekommen waren, war die Stimmung sehr ausgelassen. Sie unterhielten sich unter anderem über den Einsatz in Hogsmeade. Tonks hat mir erzählt, begann Remus, dass der letzte Einsatzleiter der Muggel nicht mehr im Dienst wäre. Wieso denn das nicht? Fragte Hermine verdutzt. Nachdem die Vergissmich-ihm die meisten Erinnerungen an den Einsatz genommen hatten, ist er wohl mehr als nur ein wenig verwirrt. Er hat Angstzustände bekommen und ist seit dem Besuch in Hogsmeade krankgeschrieben. Mitfühlend schüttelte Hermine den Kopf. Ich verstehe nicht, wieso man erst Muggel um Hilfe bittet und sie danach einfach mit einem Obliviate belegt. Zum Glück löschen sie ganz bestimmte Erinnerungen. Sonst würde jeder bei Lockhart im Mungus landen. Remus nickte zustimmend. Kingsley war wohl gar nicht davon angetan. Er ist mit diesem Mann ganz gut ausgekommen. Tonks meinte, dass dieser Geoffrey sehr aufgeschlossen gewesen wäre und bestimmt keine Gefahr für uns dargestellt hätte. Nachdem Harry einen Schluck Eierpunsch getrunken hatte, fragte er, und was machen die Auroren jetzt noch in Hogsmeade? Arthur versucht mit dem anderen Minister eine Lösung zu finden, denn der möchte keinen Sprengstoffexperten mehr zur Verfügung stellen, nachdem man einem seiner besten Männer das angetan hat. Das ist verständlich, meinte Ron. Aber man muss meinen Dad auch verstehen. Die Gesetze zum Schutz der Zaubererwelt hat schließlich nicht er gemacht. Aber er muss sich an sie halten, wie jeder andere Minister auch. Ja, wetterte Hermine. Aber man muss den Leuten nicht gleich so zusetzen, dass sie psychische Schäden davontragen. Ich kann mich noch gut an den Herrn von dem Campingplatz erinnern. Ihr wisst schon, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Der hat jedem nach dem Spiel frohe Weihnachten gewünscht. Dabei hatten wir August. Kingsley will etwas aushandeln, sagte Remus. Er möchte einen festen Ansprechpartner, der auch für zukünftige Fälle sein Muggelpartner sein soll. Am liebsten möchte er mit Geoffreys arbeiten, aber ob der seinen alten Job wieder aufnehmen können wird, ist fraglich. Ihr wisst ja, dass jede Abteilung im Ministerium einen Arbeitsbereich eingerichtet hat, der für die gute Beziehung zu Muggeln gedacht ist. Die Jobs sind aber schlecht bezahlt. Und nicht gerade sehr angesehen, fügte Hermine hinzu. Man müsste diesen Aufgabenbereich mit wirklich vertrauenswürdigen Personen besetzen und sie zudem gut bezahlen. Arthur arbeitet daran. Er wurde ja früher selbst um Muggelbelange herangezogen und er weiß, wie wenig Achtung die Mitarbeiter bekommen, die sich dafür bereit erklärt haben. Remus seufzte, bevor er anfügte. Ja, manchmal ist es sehr deutlich, dass die Zaubererwelt gar nicht so fortschrittlich ist, wie sie es vorgibt. Ginny, die gerade Nicholas aus dem Schlafzimmer geholt hatte, sagte zum letzten Thema, was sie verfolgt hatte. Man kann aber Hogsmeade nicht einfach weiterhin dicht machen, nur weil in der Höhle eventuell noch gefährliche Gegenstände lagern. Den Jungen reichte sie unerwartet an Remus, obwohl Ron und Hermine gleichermaßen ihre Arme in stummer Bitte ausgestreckt hatten. Remus platzierte Nicholas vorsichtig auf seinem Arm und es war zu sehen, dass er nicht zum ersten Mal ein Baby hielt. Das letzte Kind, das ich gehalten habe, Remus
blickte Harry an. Warst du gewesen? Mit einem seligen Lächeln betrachtete er Harry, bevor er seine Lippen zusammenpresste und er den Augenkontakt nicht mehr halten konnte, weil, wie Harry vermutete, Erinnerungen an Lily natürlich nicht weit waren. Nicholas war noch viel aufmerksamer. Er blickte sich interessiert um und griff nach Dingen, die ihm nahe waren. Im Augenblick war es Remus' kleiner Finger, den er an seinen Mund führte, um daran zu nuckeln. Er hat vor ein paar Tagen damit angefangen, erzählte Ginny. Als ich ihn neulich gewickelt habe, da hat er sich die frische Windel geschnappt und daran gesaugt. Und vorgestern erst, da wundere ich mich, warum er so still ist, da sehe ich, wie er mit seinen Füßchen spielt. Er war hellauf begeistert von seinen Zehen. Stolz, erzählte Harry. Er reagiert jetzt auch mehr, wenn man mit ihm spricht, blickt einen ganz gebannt an und versucht, alles nachzubabbeln. Ist das so? Fragt Remus den Jungen auf seinem Arm. Sprichst du alles nach? Der Kleine ruderte plötzlich mit seinen Armen und sagte völlig selbstvergnügt so etwas wie Papa, weswegen alle lachen mussten. Während die fünf sich die Zeit mit dem Kind, jeder Menge guten Speisen und netter Gespräche vertrieben, schlich ein lautloser Schatten durch die totenstillen Gänge Hogwarts, der den Weg zum Dachboden eingeschlagen hatte. Die Abdeckung des Spiegels hatte er, wie schon etliche Male zuvor, mit einem Wink seines Zauberstabes abgenommen. Mit gramerfüllten Augen blickte Severus auf das Abbild, das Nagib ihm aufs Neue vorführte. Als wäre es eine Lektion, die sein Betrachter nicht zu begreifen imstande war. Es gibt nichts anderes, schien der Spiegel sagen zu wollen, und Severus stimmte ihm innerlich zu. Das Kreuz, das er zu tragen hatte, krümmte sein eigenes. Severus wirkte mit den hängenden Schultern und der leicht nach vorn gebeugten Haltung wie ein alter Mann, der sein Leben gelebt hatte. Gesprochen hatte er mit Lily seit dem ersten Tag nicht mehr, denn zu unerträglich war es gewesen, keine Antwort zu erhalten. So blickte er sie einfach an und sehnte sich so sehr, dass die unsichtbare Hand, die sich um sein Herz gelegt hatte und diese Quälerei hervorrief, nur die ihre sein konnte. In ihrem letzten Brief hatte sie geschrieben, dass Harry die Decke lieben würde. Er würde ständig nach ihr greifen und sich in sie einwickeln. Ob er es gewesen wäre, der die vielen Schutzzauber über das Geschenk gelegt hatte, war eine ihrer Fragen gewesen. Wenn er Lust hätte, könnte er am St. Andrew's Day am 30. November zum Essen kommen, hatte sie zögernd vorgefühlt. Im gleichen Atemzug hatte sie wissen wollen, ob das Gerücht wahr sein würde, dass er Todesser geworden wäre. Es war nie zu einem Treffen gekommen. So tief in Gedanken versunken erschrak Severus nicht einmal, als er einen leichten Druck an seinem Schienbein verspürte, dann ein Schnurren vernahm. Langsam nach unten schauend, erblickte er den schwarzen Halbkniesel, erschrocken über dessen unerwartete Anwesenheit, denn er ahnte, dass sein Frauschen nicht weit sein konnte, blickte Severus wieder auf und sah im Spiegelbild, weit hinter Lily, Hermine, die gerade den Raum betreten hatte und sich ihm näherte. »Was tun Sie hier?« giftete er sie an, ohne sich umzublicken. Er fühlte sich arg in seiner Privatsphäre gestört. Sie blieb stehen und öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Da fuhr er ihr über denselben und schimpfte mit erhobener Stimme und einem Tonfall, der keine Widerrede zulassen wollte. »Sie haben hier oben nichts verloren. Verschwinden Sie auf der Stelle und nehmen Sie Ihr Vieh mit.« Erneut wollte sie etwas sagen. Da verlor er all seine Selbstbeherrschung und schrie: »Raus!« Es war nicht zu übersehen, dass sie verwirrt und erschrocken über seine Reaktion war, doch am Ende kam sie seiner Aufforderung nach und ging folgsam durch die Tür nach draußen. Nachdem er im Spiegel beobachtet hatte, wie die Tür ins Schloss gefallen war,
zauberte er, während ihr in Abwesenheit einige Bösartigkeiten an den Kopf warf, den schweren Stoff wieder über Nehegib, um ihn zu verhüllen. Als er plötzlich ein lautes Kreischen hörte, es war Fellini. Er war Fellini versehentlich auf die Pfoten getreten, doch zum Glück nicht mit seinem gesamten Körpergewicht und auch nur kurz. Der Schreck war für das Tier größer gewesen als der Schmerz, und wenn Severus ehrlich zu sich selbst war, dann musste er zugeben, wegen des ungewöhnlichen Katzenlauts selbst zusammengefahren zu sein. Dummes Tier, sagte er zornig, bevor er den Kater entgegen seiner harschen Worte behutsam auf den Arm nahm, für einen Moment die Pfoten beäugte und schließlich mit ihm den Dachboden verließ. Bei Harry und Ginny im Erdgeschoss war seit einer Stunde ein besonderes Kartenspiel im Gebrauch, das für Stimmung sorgte. Die Stirn runzelnd fragte Harry, wie war nochmal die Aufgabe? Du sollst eine Pflanze vom Grund des Sees holen und sie zum Ausgangspunkt zurückbringen, um die neue Aufgabe zu erhalten, erklärte Hermine. Und der Ausgangspunkt war die Kirche? Die Augen rollend antwortete Hermine lachend. Wir haben gar keine Kirche im Spiel. Gemeint ist das Gasthaus. Oh, machte Harry, bevor er in seine Karten blickte. Eine Wasserpflanze, ja? Dann bin ich ja froh, dass ich Neville in den Händen halte. Der packt das bestimmt. Seid ihr denn mal nicht so sicher? Warf Remus schmunzelnd ein. Den Kopf schüttelnd, sagte Hermine. Jetzt hört doch mal auf, eure Karten preiszugeben. Ich habe übrigens mich selbst. Und ich denke, die Pflanze könnt ihr euch somit aus dem Kopf schlagen. Nur, sagte Ron mit hoch erhobenem Zeigefinger, wenn du als Nächste dran bist. Wen ich habe, verrate ich nicht. Aber wie es aussieht, hat jeder von uns eine reelle Chance. Dann würfel mal, Harry. Gerade wollte Harry mit seinem Finger die Glaskugel berühren, die anzeigen würde, wer als Nächster am Zug wäre, da pochte es laut und aufgebracht an seiner Tür. Das ist bestimmt Tongs. Remus warf seine Karten auf den Tisch und ging zur Tür, um sie mit einem freudigen Lächeln auf dem Gesicht zu öffnen. Da blickte er in das deutlich wütende Gesicht von Severus, der Hermines Kater auf dem Arm trug. Hermine, kommst du mal zur Tür? Während sich Remus widersetzte, ging Hermine zu Severus hinüber. Sie wollte gerade freundlich grüßen, ihn sogar hineinbitten. Da warf er ihr mit bedrohlich zischender Stimme vor. Ich wiederhole mich nur sehr ungern. Aber wie gerade eben bereits erwähnt, haben Sie an gewissen Orten absolut nichts zu suchen. Genauso wenig wie Ihr Haustier, das sich ganz offenbar Ihre schlechten Manieren angenommen hat. Achten Sie gefälligst darauf, dass das Tier in Zukunft nicht mehr überall dort herumstreunt, wo es ihm beliebt. Sonst könnte es womöglich sein, dass ich es eines Tages versehentlich einsperre. Es war ihm völlig entgangen, dass seine Aussprache vor lauter Zorn feucht geworden war. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.